sowohl im Kleinen wie auch im Großen eigentlich gilt. Und man macht sich oft Absolut. Sorgen, in dem Kleinen geht das nicht. Und ich hätte diese Worte eher aufmunternd verstanden, im Sinn von, man kann im Kleinen genauso agieren, wie man das im Großen kann, weil im Wesentlichen wird sich die Teamgröße ja auch nie wesentlich verändern, hoffentlich zumindest. Also ich meine, ein Team besteht im Idealfall immer irgendwas zwischen 2 bis hoffentlich nicht über 10 Personen. Und damit ist dann egal, ob diese 5 Leute zum Beispiel, die du führst, halt unter sich dann nochmal 500 andere Menschen führen oder ob sie halt sozusagen dann das schon die Mitarbeiter sind. Ich glaube, das macht gar nicht so viel Unterschied. Und ich glaube, man kann einfach nur den Entscheidungsträgern in dem Fall Mut dazu wünschen, zu erkennen, was es heißt, sich nicht von Mitarbeitern zu trennen, sich nicht diese Fehler einzugestehen und einfach so weiter zu tun und zu glauben, das merkt vielleicht eh keiner. Und keine Sorge, es werden alle merken, Ja. dass du diese Entscheidungen nicht getroffen hast, dass du dich dagegen wehrst, sozusagen Fehler einzugestehen und dass das halt so bei dir scheinbar so läuft, wie es halt läuft. Ja? Und dann wird sich jeder seinen Teil denken. Und das muss man halt zur Kenntnis nehmen. Ja? Wie man immer sagen, man kann nicht entscheiden. Ja? Das, auch sich nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung, die man halt so gesehen dann.